Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Folge Slime Rancher. Ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich eine neue Aufnahmesession starte und hier ins Spiel reinkomme, dass prinzipiell alles ready ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so korrekt ist. Spiel, ist das so korrekt? Ist das Absicht? Weil, ich muss gestehen, ich find's strange. Wie sonst haben die noch Essen und so? Wir machen mal kurz eine Tour und sammeln mal die ganzen Lebensmittel ein. Das geht ja relativ zügig zum Glück. Hier ist nichts ready. Das ist auch nichts ready. Okay, dann ist doch nicht alles ready. Ihr habt noch. Kriegt ihr noch was? Die Dinger sind bestimmt wieder ganz schön voll, oder? Es geht. Die haben sehr viel liegen, aber ich kann mich gerade ehrlich gesagt nicht dran erinnern, wie ich das Ganze hier zurückgelassen habe. wie ihr an meinem Geld seht, ich habe ein bisschen offscreen gespielt, ja, wie angekündigt. Weil wir brauchen hier Geld, was wir dann ausgeben können und so weiter. Hier ist aber ready. Es war eine der besten Ideen, dass ich da einen Teleporter aufgestellt habe. Und sei es zumindest, dass ich mir nur den Weg hierher spare und jetzt zurück oben lang laufe, um zu gucken, ob da auch was ready ist an Essen, was ich dann nicht verliere. Die spielen da mit ihrem Quietschhändchen. Man hört immer nur dieses Quietschhändchen-Geräusch im Hintergrund. Süß. Ich habe etwas mich erkundigt. Leute, warum hockt ihr eigentlich da in der Ecke? Weg. Na? Okay. Schwupp. So, nicht ganz in die Ecke. So ein bisschen mittig und naja, die stoßen sich gleich wieder in die Ecke. Yeah. Jetzt habe ich so viel Zeit gebraucht, dass zumindest hier die meisten runtergefallen sind. Ich finde es mir blöd, die da zu pflücken. Dauert immer so lange, finde ich. Ich habe mich erkundigt. Ich habe ein bisschen mich schlau gemacht im Internet zu Slime Rancher. Und zwar genau genommen dazu, wie wir diesen neuen, also den dritten Schatzknacker bekommen. Jaha. Und es ist relativ simpel. Es gibt einen Haken an der ganzen Sache. Das ist das Einzige, was nervig ist. Hier sind noch nicht alle ready. Das ist ja blöd. Okay, da bleibe ich hier stehen und erzähle das mal eben nebenbei. Und zwar müssen wir 100 Items herstellen. Sprich im Labor und so. Ja, das werden wir heute machen. Wir machen mal ein bisschen dekorieren und sowas, ne? Hof schön machen. Und wenn wir 100 Items hergestellt haben, dann bekommen wir den dritten Schatzknacker. So. Für ganz normal spielende Leute wäre das gar nicht so das Problem, weil wir haben, nee, nicht das Slimepedia, wir haben die Errungenschaften und irgendwo gibt es dafür einen Erfolg. So, und zwar haben wir hier nämlich folgende Erfolge. Auf zur Wissenschaft. Stelle dein erstes Gerät der Slime-Wissenschaft her. Habe ich. Bea, die Baumeisterin. Stelle 35 Geräte der Slime-Wissenschaft her. Habe ich. Höre nie auf zu erschaffen. Stelle 100 Geräte der Slime-Wissenschaft. Ne? Haben wir. Das Problem ist, habe ich nicht hier. Das habe ich in meinem privaten Spiel, was ich gespielt habe, bevor ich es für YouTube aufgenommen habe. Ja. Ich habe in Steam gesehen, oder irgendwo, ich weiß nicht mehr, in Steam oder hier in-game, ich gerade hatte Lust, das zu suchen. Da habe ich gesehen, man kann die Erfolge zurücksetzen. Was Sinn macht, damit man weiß, wie weit man ist. Was keinen Sinn macht, wenn man so wie ich schon wieder am Tag 57 ist. Da bringt das Resetten jetzt leider auch nichts mehr. Sprich, ich habe keine Ahnung, wie wir stehen aktuell mit 100 Sachen herstellen. Ich finde 100 Sachen herstellen auch extrem viel, oder? Ich meine, wir haben ja schon so ein paar Geräte, Pumpen und alles hergestellt, aber 100? Das ist schon hart. Wir werden gleich einfach alles Mögliche herstellen. Wir müssen es ja nicht aufbauen. Wir müssen es ja nur herstellen. Das ist ja zum Glück nicht ganz so schwierig. Aber wir werden auch gucken, dass wir ein bisschen unsere Farm hübsch machen. Das kombinieren wir direkt. Dass die Folge hier auch noch ein bisschen sinnvoll bleibt, ne? Das Hühner hat sich gerade geheult.
Putzig. Putzig. So. Meine kleine Runde beendet. Jetzt tue ich mal hier noch mal ein paar Plots rein. Ich glaube, Mosaik und Rangplot habe ich hier noch gar nicht reingepackt. Doch, auch nur sehr wenig. Kristallplots habe ich auch noch mal welche mitgebracht. Und dass wir von allen so ein bisschen mal hier drin haben. So, und dann gucken wir doch jetzt mal, was wir alles so herstellen können. Wir können doch mal hier ein paar Pumpen machen und ein paar Bienenhäuser. Das sind ja Sachen, da haben wir wirklich viele Plots von. Wir könnten theoretisch auch hier so ein paar Billo-Dinger machen, einfach nur damit wir was herstellen. Mache ich jetzt auch. Die Sache ist halt, wir wissen nicht, wie viel wir schon hergestellt haben. Das ist ja wirklich so ein Ding, das ist einfach so. Ja, das möchte ich auf jeden Fall haben. Wie viel können wir davon herstellen? Können wir noch einen herstellen? So. Ja, weil das Problem ist, wir kriegen nicht direkt den Erfolg dafür, sondern den gibt es dann am nächsten Tag irgendwann. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir werden einfach gucken, dass wir hier weiter Sachen herstellen und machen und tun. Unser Bestes geben und dann hoffentlich irgendwann das Ding einfach haben. Solange werden wir einfach Items bauen, craften, herstellen, benutzen, Rohstoffe einsammeln und dekorieren. Ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Runde hier durch die Welt machen und mal wieder 100 pinke Dinger sammeln. Aber okay, das machen wir dann auch noch bei Gelegenheit. So. Die blaue können wir machen, die haben wir noch nicht. Die violette können wir machen, die haben wir noch nicht. Die grüne können wir machen, die haben wir noch nicht. Die rote haben wir auch noch nicht. Die orange haben wir auch noch nicht. Und die kakaofarbene, die orange haben wir, glaube ich, oder? Egal. So. Von jedem einen gemacht. Sogar eine von den neuen gewesen mit dem Pfeffer. So. Finde ich nicht so schön. Die Glühkegel finde ich ganz süß. Mal machen. Jetzt haben wir nicht schon wieder Probleme, haben keine pinken Plots mehr. Wildblumen, Minzgras, alles total süß. Aber ich brauche überall. Hier brauche ich die nicht. Sonnenglanzbaum ist hergestellt und oh ja, Sternblumenflecken. Haben wir gleich zwei. Lockengras. Können wir nicht machen. Für uns fehlt echt einiges an Deko noch, ne? Also was wir überhaupt herstellen können. Wie kann denn das sein? Habe ich im anderen Spielstand so viel mehr? Oh, wir können die graue kaufen. Hä? Geht doch nicht direkt raus. Wir kaufen mal das, dass er da mal direkt rausgeht. Und das kaufen wir. Die zwei Sachen. Ist jetzt alles nicht so. Ach komm, was soll's. Dass ich immer direkt rausgehe. So. Kaufen einfach alles. So, Dekoration. Dann fehlt uns die graue Lampe. Können wir herstellen. Sehr gut. Ja, was soll's. Stellen wir her. Stellen wir her. Was wir haben, haben wir, ne? Stellen wir her. Ich weiß das sonst gerade auch nicht. So, Slimeball-Ring möchte ich gerne machen. Würde ich aber gerne dann nochmal eine eigene Folge machen. Da fehlt uns eh das Shelly. Das Shelly, das fehlt uns für die Bühne auch. Ärgerlich. Eingetopfter Kaktus fehlt uns jetzt die Pfeffermarmelade, leider. Würde ich aber auch ganz gerne mal. Interessiert mich wirklich. Und hier fehlen uns wieder pinke Plots. Das heißt, wir machen mal eben kurz eine kurze Tour. Und versuchen mal, ob wir ein paar pinke Plots sammeln können. Ja, why not? Wir können es ja. Wir können auch noch ein bisschen Geld ausgeben. 7C, ich glaube, einmal können wir reinhauen. Jo. Herzmodul Ultra. Fancy Musik. Vulkanisches Chroma, finde ich, sieht eigentlich auch sehr geil aus. Oh, Labor-Upgrade und goldener Volltreffer. WTF, was ist ein goldener Volltreffer? Ich habe keine Ahnung. 90.000. Habe ich schon mal gekriegt. Kriege ich wieder hin. So. Herzmodul, ah, wir haben jetzt 350 Leben. Nice. Ja. Why not? Es ist jetzt hier echt zu sehen, das Herzmodul Ultra da. Ein experimentelles Lebenserhaltungssystem versteckter Art, das die Technologie an die Grenzen bringt und die der Gesundheit. Okay. 10.000 haben wir. Wir können natürlich jetzt hier auch noch Geld mal ausgeben für... Oh mein Gott! Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir müssen nächster Tag und sowas. Geil! Leute, wir haben's. Wir haben's. Wir haben es. Wir haben es. Und es kostet 25.000.
hätte es nicht eine Minute vorher aufploppen können, bevor ich mein Geld bei 7C reinstecke? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Das wäre ja viel zu einfach. Oh, ich hasse es. Zack, Baum. Oh ja. Das habe ich schon mal in einem anderen YouTuber gesehen und dachte mir, oh mein Gott, dieser Baum passt perfekt dahin. So groß und so golden und ist echt hübsch. So, mehr Deko. Ich möchte mehr dekorieren. Okay, hier vorne mal ein bisschen Deko machen, ne? Komm, machen wir hier ein bisschen Blümchen. Ne, das sieht doof aus. Das sah doof aus. Wie wäre es mit Lampen? Blaue Lampe. Graue Lampe. Orange Lampe. Und dann hier die rote Lampe. So. Oh, die blaue ist sehr cool. Oh ja, die gefällt mir sehr. Schönes Licht. Stimmt, die Orange kennen wir schon. Die ist aber auch cool. Ist so weiß halt, ne? Eigentlich ganz nett, ne, mit den Lampen. Eigentlich ganz nett. Kann man machen. So. Hier können wir jetzt so... Guck mal, hier machen wir das und die Blümchen. Das finde ich hier eigentlich ganz süß, glaube ich. Vielleicht andersrum? Ich bin noch nicht so überzeugt von den Glühkegeln, muss ich gestehen. Ja, ich glaube, so kann man das lassen. Ich find diese Blümchen echt schön, aber so random. Und drumherum ist dieses trockene, tote Gras. Ist irgendwie nicht so geil, oder? Ich weiß ja nicht. Da hinten kann man noch eine hinstellen. Oh, nein. Falsche Taste. Hier stellen wir die Lila hin. La. Bin ich eigentlich auf dem Weg nach drüben? Ich könnte ja, hier würde ich mir Lampen auch geil vorstellen, aber leider nicht. So, dann machen wir jetzt hier die grüne. Wie sieht denn die kakaofarbene aus? Ja, die ist irgendwie nicht so geil. Dachte ich mir schon, deswegen kann die darstellen. Die grüne ist auch geil. Oh ja. Die Red-Dinger halt, die strahlt so schön. Ja, gut. Ich habe angefangen zu sammeln. Ja, ich bin noch nicht so super weit. 70 und... Also hier habe ich ein paar mehr. Weil da wollte ich halt wirklich gucken, dass wieder ein bisschen bei... Guckt euch die Preise an. Ganz ehrlich, für die Preise kann ich es nicht verkaufen. Es geht einfach nicht. Selbst wenn ich wollen würde, es geht einfach nicht. Sorry, aber da hört es wirklich auf. So, die brauchen sogar noch. Okay, wir sammeln pinke Plots, wie ich es gesagt habe, weil brauchen wir ja doch noch für ein paar Sachen. Yeah, Goldplot. Oh, gerade so rechtzeitig reagiert. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass ich den... Dass ich den mit Plots abschießen kann und das trotzdem funktioniert. Ich dachte eigentlich, es muss Essen sein. Okay. Leider haben wir nicht mehr als einen rausgekriegt. Ich glaube, da gibt es auch einen Erfolg fertig gesehen. Ärgerlich, aber man kann halt nicht alles haben. Und das ist halt alleine, weil wir jetzt hier ein bisschen rumlaufen, haben wir halt auch schon wieder 60 von den Pink Plots. Und ein goldenen, das auch sehr cool ist, der aber aktuell auch nichts wert ist. Habe ich eben gesehen, von daher. Ja, auch der kommt ins Silo, wird gesammelt, weil für 200... Nein. Du bist ja süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, das ist tatsächlich der süßeste Slime, den ich je gesehen habe. Oh mein Gott, eine fliegende Katze. Es ist einfach eine fliegende, leuchtende Katze. Oh mein Gott, bist du cute.
Oh mein Gott, du bist das Süßeste, was ich je gesehen habe. Oh, ich will dich haben. Komm mit. Ich will dich behalten. Warte, ich muss Plot sammeln. Aber ich will dich behalten. Lauf nicht weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Du bist das süßeste Ding, was ich je gesehen habe. Ich will dich mit nach Hause nehmen. Du bist so süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie süß du einfach bist mit den Öhrchen und dem Schwanz und. Ah, du bist so süß. Wehe, du isst einen pinken Plort. Wehe, du gehst mir kaputt. Oh mein Gott, bist du süß. Ich kriege mich gerade nicht ein, ne? Ich fände den so knuffig. Aber weißt du was? Da. Du bleibst jetzt im Hühnerparadies. Mein Gott, du bist so süß. Warum bist du so verdammt süß? Sag's mir, warum bist du so süß? Oh mein Gott, der ist so cute. Ich kriege mich echt nicht mehr ein. Sorry. Okay. Also ich bin ja schon mal froh, dass wir das jetzt mit den Schatzknackern und so hingekriegt haben. Oh, ich muss aufpassen, der Goldplot darf nicht hier rein. Oh, es gibt ja immer so goldene Items. Ich hoffe, wir brauchen da keine Goldplots für. Das wäre mies. Das wäre echt mies. So. Ihr da, euch möchte ich gern verkaufen. Mal gucken, ob es Geld wert ist. Sonst gehe ich da erstmal einmal kurz schlafen, weil es ist ja Nacht. Und noch ist es Nacht. Es ist gleich nicht mehr Nacht, ne? Sammeln schnell die zwei hier noch ein und dann gehen wir mal kurz schlafen und gucken mal, wie die Preise dann aussehen. Weil wir müssen ja 25k haben und dann können wir in der nächsten Folge auf Schatzknacker 3 Jagd gehen. Benutze zum einen das tolle Portal, was ich letztes Mal gefunden habe. Was ich immer noch echt strange finde, das da so zu machen. Also, dass man das findet, ist echt. Entweder man weiß es aus dem Internet oder man muss wirklich richtig viel Luck haben, so wie ich halt. Also, ich wusste es wirklich nicht. Ich kenne diesen Schnurrbartaufsatz für die Slimes, aber ich wusste nicht, wo man den herkriegt. Das ist schon krass. Krasses Ding. Ihr seid momentan nichts wert. War klar. War abzusehen. Oh, ich wollte ja, nee, wir gucken uns die Farbe am nächsten Tag. Wir gehen mal eben schon schlafen. Ja, die paar Stunden schlafen wir mal eben. So. Dann wollte ich mir hier eben angucken. War mal Traubenschnaps drinne, neapolitanisch. Sind schöne Farben, es ist mir echt zu pinklastig, ne? Zu pinklastig. Ich habe keine. Das wiederum gefällt mir sehr gut. Das möchte ich gerne auch bei meiner Technik haben. Sollen wir mal ein bisschen andere Farbe hier haben, ne? Das gefällt mir sehr gut mit dem Grau und dem Rot. Und hier so ein bisschen Pink mit drin ist auch okay, aber so grau-rot. Doch. Gefällt mir. Gefällt mir. Hallo, was sagen die Preise? Die gehen hoch. Immerhin. Goldplot muss ich definitiv aufheben. Da tut sich nichts. Da wird sich ja nicht viel tun, leider. Für die anderen beiden kriegen wir jeweils 28. Die werden wir auch wegkauen. 42 bei Kristallplots. Es lohnt sich alles nicht so richtig, ne? Die Preise sind echt im Arsch. Da hochzukommen ist echt schwierig. Die Sache ist, ich will ja jetzt gute Preise. Ich brauche jetzt Geld, weil ich leider so blöd war und Seven Sea gekauft habe. Das hätte ich machen dürfen. Aber da kann ich ja nicht mit rechnen. Ich habe gedacht, ich habe noch lange nicht genug hergestellt. Also, weil man hat halt null Gefühl für diese 100 Items. Null. Man macht ja ständig diese Pumpen und alles, aber null Gefühl dafür, wie viele man schon hergestellt hat bisher. Das ist halt echt schwierig. Aber okay, wir haben es. Das ist ja die Hauptsache. Jetzt geht's halt hier wieder ab abernten und alles. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier nochmal kurz Farmpflege und ein paar Tage Plot sammeln.
Und dann verkaufen, zum Geld machen und so, ein bisschen noch die ganzen Bohrer und Pumpen absammeln, dass das weiterarbeitet, dass wir da die Items kriegen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, weil ich dann wieder ein bisschen vorbereitet habe. Und dann hoffentlich können wir uns den Schatzknacker kaufen und gucken mal, was wir alles so Schönes noch finden in der großen, weiten, weiten Ferne. Ist das weite, weite Ferne oder ist es weite Ferne? Ich glaube, weite, weite Ferne, ne? Ah, schlechtes Erinnerungs habe ich, schlechtes Gedächtnis habe ich hier bei dem Spiel. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder einen lieben Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Alkira.